Hallo Leute, hallo YouTube. Ich habe hier auf YouTube viele Videos gesehen, die sich mit den Mondphasen beschäftigen. Dass im Monat März dieses Jahres, also 2011, im März 2011, der Mond eine ganz komische Position hatte. Dass die Sichel des Mondes zum Beispiel nicht senkrecht steht, wie man normalerweise gewohnt ist, sondern die liegt, wie in der Nähe des Äquators, wie so ein Schiffchen. Und da gibt es die wilden Spekulationen. Jetzt will ich euch zeigen, dass das ganz normal ist. Ich habe hier mal ein Simulationsprogramm aufgerufen, das werde ich euch jetzt mal gleich zeigen. Und was da passiert. Ihr könnt sozusagen bei den Einstellungen alles mitverfolgen, dass ich hier keinen Humbug erzähle. Ich muss mal schnell das Licht ausmachen. So. Hier. Seht ihr schon mal, der Mond liegt. Hier ist das Datum. Ja? Okay. Wir gehen auch auf den Standort. Und der Standort ist eindeutig Berlin. Ja? Ihr seht auch die Breitengrade, Längengrade. So, und warum zum Himmelswillen liegt der Mond nun schräg hier? Ich kann euch mal was zeigen, mal was einblenden. Und zwar blende ich jetzt mal ein Fixpunkte. Und zwar den Pol des Mondes, den Meridian und den Äquator. Hier sieht man schon, die rote Linie ist der Äquator. Ja? Der grüne ist der Meridian, das heißt, der Mond selbst liegt auch schräg. Und jetzt mal vom Mond aus gesehen. Ich schieße es mal wieder hier. Jetzt stellen wir hier oben ein. Standort von Oberfläche Erdmond, Ansicht Erde. Und wir stellen fest, wir lassen die Zeit mal ein bisschen voranschreiten. Wir stellen fest, dass der Mond über dem Äquator steht. Ja? Das heißt, der Mond steht ziemlich weit im Norden. Das bedeutet, dass wir den Mond so sehen wie in der Nähe des Äquators. Ich bringe mal wieder zurück auf die Erde. Wir nennen den Standort wieder. Standort, also erstmal Ansicht. Ansicht, Mond. Jetzt stehen wir natürlich auf dem Mond und gucken uns den Mond an. Jetzt gucken wir auf den Boden. Erstmal Standort von Oberfläche, ja, Erde. Und jetzt springen wir mal alle 29 Tage vor. Das ist immer genau eine Mondumdrehung. Springen wir mal alle 29 Tage mal vor. Mal sehen, was da passiert. Wir haben immer noch den Äquator rot eingeblendet, den Meridian grün und die beiden Pole. Jetzt springen wir mal 29,5 Tage vor. Steht auf einmal so. Jetzt wieder 29,5 Tage vor. Steht er wieder so. Jetzt steht er wieder genau anders. Jetzt ist er noch extrem. Jetzt ist er in der andere Richtung extrem. Jetzt ist die andere Richtung extrem. Jetzt steht er wieder so, wie man es kennt. Jetzt sind wir schon am 4.7. Am 3.8. Am 1.9. Am 1.10. Am 30.10. Am 29.11. Am 28.12. Jetzt sind wir schon am 27.01.2012. Ja? Und jetzt seht ihr, dass der Mond andauernd wandert. Das ist vollkommen normal. Also, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Nun gut, das soll es gewesen sein von mir. Jetzt könnt ihr erkennen, dass es alles vollkommen normal ist. Na dann, wünsche ich euch noch einen schönen Tag noch.